Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Reihe über unser Glaubensbekenntnis. Hier bekommst du in kurzen Videos unser Bekenntnis und somit zentrale Punkte des christlichen Glaubens erklärt und auf den Punkt gebracht. Wir hatten bisher unser Schriftverständnis, wir hatten die Inspiration und auch die Hermeneutik, also das Auslegungsverständnis der Bibel. Und haben heute das letzte Video in diesem Kapitel, nämlich die Anwendung der Schrift. Wie wende ich die Bibel an? Ich lese gleich unseren Bekenntnistext dazu. Der heißt: Wir bekennen und lehren, dass es in der Verantwortung des Gläubigen, keiner kirchlichen Institution liegt, die tatsächliche von Gott vorgegebene Absicht und Bedeutung der Schrift sorgfältig durch den Geist zu erarbeiten, wobei zu beachten ist, dass eine angemessene Anwendung für alle Generationen bindend ist. Gottes Wort hat dabei in den allermeisten Fragen die nötige Klarheit, um zu eindeutigen Aussagen zu kommen. Es stellt dabei allemal den Menschen in Frage. Dem Menschen steht es jedoch niemals zu, Gottes Wort in Frage zu stellen. Wir bekennen und lehren, dass die Bibel die einzige unfehlbare und autoritative Richtschnur für den christlichen Glauben und seine praktische Umsetzung für alle Völker, Zeiten, Kulturen und Generationen ist. Soweit der Bekenntnistext. Wir stellen hier also die Frage, wie wende ich die Bibel richtig an, und geben ein paar richtungsweisende Antworten dazu. Nämlich die erste: Die Bedeutung der Bibel herauszufinden, ist die Verantwortung eines jeden Gläubigen. In der Kirchengeschichte sieht man leider oft die Tendenz, das negative Beispiel, dass Kirchen oder auch der Klerus gesagt haben, dass die sogenannten Laien die Bibel ja gar nicht verstehen könnten. Und somit haben sie dann über das einfache Volk herrschen können, manipulieren, ihnen sagen, wie sie die Dinge verstanden haben wollen, und konnten somit auch andere herumkommandieren. Und aus dem Grund schreiben wir ganz bewusst, dass jeder Gläubige selbst die Verantwortung hat, die tatsächliche von Gott vorgegebene Absicht und Bedeutung der Schrift sorgfältig durch den Geist zu erarbeiten. Und auch wenn ich mir dabei ein Stück weit selbst ins Fleisch schneide als Prediger, will ich sagen, glaub nicht einfach blind dem Prediger, deiner Gemeinde, irgendeiner Person. Glaub nicht da einfach nur blind in Bezug auf die Dinge von Gott. Gott gegenüber sollst du blind vertrauen und somit seinem Wort gegenüber. Klar, im Normalfall hat ein Ältester oder ein Prediger kennt sich besser aus im Wort Gottes wie andere aus der Gemeinde. Deswegen ist er ein Ältester. Und auch deswegen tust du gut daran, dich belehren zu lassen und dich auch dann demütig dem Wort unterzuordnen. Aber trotzdem, du selbst hast die Verantwortung, zu Gottes Ehre zu leben. Und du kannst es dann nicht auf deine Gemeinde schieben, wenn sie dich da nicht genügend gelehrt hat oder falsch gelehrt hat. Du bist dafür verantwortlich. Die anderen sollen dir da nur dabei helfen. Die Juden in Beröa sind da ein gutes Vorbild. Ja, Paulus hat ihnen das Evangelium gepredigt, und dann haben sie aber die alttestamentlichen Schriftrollen aufgeschlagen und haben geprüft, ob es sich so verhielte, heißt in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Stimmt es, was der da sagt? Hat er das aus dem Wort Gottes? Deswegen ist es auch wichtig, dass du deine Bibel dabei hast, wenn du Gottes Wort hörst, um es zu prüfen, stimmt es? Diese Verantwortung, die bringt natürlich auch eine Aufgabe mit sich. Du musst Gottes Wort lesen, du musst es kennen, du musst es studieren, du musst es durch den Geist erarbeiten. Ja, nur der Heilige Geist kann dich da richtig erleuchten, nicht dein eigener Verstand. Denn das, was du ja da erkennst und auch denkst und glaubst, das musst du vor Gott verantworten können. Das ist eine hohe Verantwortung. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um Gottes Ehre. Eine hohe Verantwortung, die du damit hast, und somit auch eine hohe Aufgabe. Damit wollen wir nicht sagen, dass jeder einfach nur die Bibel auslegen kann, wie er will, nach seinem Gutdünken, sondern es ist gut, dass es gewisse Leute gibt, die sich mehr auskennen, gelehrt sind, ja, zum Beispiel auch die Ursprachen können und somit tiefer in Gottes Wort graben.
Und deswegen lass dich auch von ihnen belehren. Aber trotzdem, die Verantwortung für dich selbst, in dem Fall hast du. Ja, lass dich da in deiner Gemeinde belehren. Aber kenne deine Bibel und somit Gott, sodass du ihn ehren kannst. Diese Verantwortung hast du? Deswegen frage ich dich, nimmst du sie ernst? Auch die Aufgabe, die dahinter steckt. Sonst bitte Gott, dass er dir ja, diesen Wunsch ins Herz legt, deine Bibel zu kennen, um dann wirklich auch dieser Verantwortung nachgehen zu können. Der zweite Punkt, wie man die Bibel richtig anwendet, hat mit der Klarheit der Schrift zu tun. Gottes Wort hat in den allermeisten Fragen die nötige Klarheit, um zu eindeutigen Aussagen zu kommen. So schreiben wir. Kommt dir folgende Aussage bekannt vor? Ach, das ist bloß deine Meinung. Ich lese es halt anders. Kommt das bekannt vor? Ja, manchmal hat man selbst mit echten Christen eine Diskussion, ob was in der Bibel klar ist oder halt jeder irgendwas darüber denken kann. Leider hat man oftmals so eine Diskussion, manchmal sogar wirklich mit echten Kindern Gottes und gilt teilweise als arrogant, wenn man behauptet, nein, die Bibel sagt genau das und nichts anderes. Aber ist man das wirklich? Wir halten es für sehr gefährlich, wenn man so relativistisch denkt. Ja, auch wenn wir in einer relativistischen Zeit leben. Wir halten es für gefährlich, dann, weil Gott hat beansprucht, klar in seinem Wort geredet zu haben. Und deswegen sollte man diese Aussagen nicht verwässern. Und auch Paulus, er warnt deswegen ausdrücklich davor. In 1. Timotheus 6 schreibt er, Vers 3 und 4, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwende den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen. Also wo kommt Streit her und wer ist aufgeblasen? Wer ist letztlich arrogant und verursacht Streit? Die, die sich nicht klar zum Wort Gottes halten. Die und nicht die anderen. Denn es gibt eindeutig gesunde Worte, wie sie heißt, und somit auch ungesunde. Es gibt eindeutig eine gottselige Lehre und somit auch eine falsche Lehre. Also ganz klar, richtig und falsch. Und deswegen kann und soll der Timotheus auch auf Gottes Wort beharren. In 2. Timotheus 4, in den ersten vier Versen, heißt es folgendes. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, er zählt hier wirklich jegliche Autorität auf. Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe. Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Timotheus sollte und konnte mit dieser Autorität, die hier gesagt ist, reden. Einmal, weil er Gottes Wort kannte, wusste, was er zu sagen hat und auch wusste, das ist klar verständlich. Hätte er gesagt, naja, das kann man ja auch irgendwie anders verstehen, vielleicht haben ja sogar die Irrlehrer mit ihren Fabeln recht, dann hätte er niemals in dieser Autorität Gottes Wort sagen können. Aber hier heißt es, Vers 4, es gibt die eine Wahrheit, sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Ja, und diese Wahrheit, die kann und die soll man erkennen, dafür hat uns Gott sein Wort gegeben. Es ist sicherlich nicht alles einfach zu verstehen. Ja, und wir haben auch geschrieben, in den allermeisten Fragen hat die Bibel die nötige Klarheit. Aber aus dem Grund hat schon Petrus über die Paulusbriefe gesagt, dass sie manches darin schwer verständlich ist. Ja, aber schaut mal, was hat er gesagt? Wer verdreht es? Wer hat dabei kein klares Verständnis? Schreibt er, in diesen Briefen, also von Paulus, ist einiges schwer zu verstehen, nicht alles, aber einiges, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also wer verdreht es? Die Unwissenden und Ungefestigten.
Ja, zu denen Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Aber die Gefestigten, die haben ein klares Verständnis davon, was Paulus da gesagt hat. Die haben das. Und deswegen, man darf sich definitiv auf etwas stützen, wenn man es ernsthaft vor Gott mit einem demütigen Herzen aus der Schrift geprüft hat. Und dann aber auch mit der Geschichte abgeglichen hat. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Ja, was haben Ausleger vor mir gesagt, durch die Jahrhunderte hindurch? Dann weiß man, okay, ich stehe vielleicht nicht ganz allein da mit dieser Meinung. Immer alles im Wissen, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist und trotzdem ich auf einem festen Grund stehen darf, wie es hier auch die Schreiber in der Bibel getan haben und dann auch die Anweisungen an andere wie Timotheus gegeben haben. Und natürlich immer für die paar Prozent, wo es immer noch schwierige und umstrittene Themen geben wird, auch weiterhin, da braucht man dann eben viel Liebe und Geduld, auch mit andersdenkenden Geschwistern und genauso auch Demut. Ein weiterer Punkt für die Anwendung. Lass Gottes Wort dich in Frage stellen, nicht umgekehrt. Spurgeon hat mal gesagt, wer seine Bibel liest, um Fehler darin zu finden, wird bald erkennen, dass die Bibel Fehler bei ihm findet. Und das ist ein dritter Grundsatz beim Lesen der Heiligen Schrift. Bezweifle sie nicht. Es ist Gottes Wort und Gott ist vertrauenswürdig. Ja? Lies sie durch und du wirst merken, alles, was über dich geschrieben steht, das, was du nachprüfen kannst, das stimmt. Lies sie durch, vertraue dann. Die Bibel, die stellt uns in Frage, auf jeden Fall. Sie zeigt uns unsere Sünden, wie Hochmut, wie Stolz, wie Egoismus, wie Gottlosigkeit und so weiter auf. Aber stell dich demütig darunter und bitte Gott, und er wird dich verändern durch sein Wort. Er wird es tun. Du darfst gerne Fragen stellen. Warum steht es hier in der Bibel so, wie es eben da steht? Ich verstehe manches nicht. Und warum? Und es passt ja irgendwie nicht in unsere Zeit oder so. Stell gerne diese Fragen. Aber stell die Bibel deswegen nicht in Frage. Ja, wann hat Hiob wieder inneren Frieden und auch äußerlichen Segen bekommen von Gott? Nachdem er sich gedemütigt hat und nicht mehr Gott in Frage gestellt hat, sondern sich selbst. Und dann in Kapitel 42, Vers 6 gesagt hat, ich verwerfe mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Ist das deine Einstellung Gott und seinem Wort gegenüber? Weil dann beginnst du weise zu werden, wenn das deine Einstellung ist von Herzen. Noch ein letzter Punkt, wie man die Bibel anwendet, betrifft die Autorität der Schrift. Die Bibel allein ist für einen Christen die unfehlbare Autorität. Ja, er hat andere Autoritäten über sich, aber die unfehlbare Autorität ist natürlich Gott und durch ihn die Bibel. Nämlich die unfehlbare Autorität, was er glauben und wie er leben soll. Gemeinden können irren, Pastoren können sich irren, du selbst kannst dich irren, aber Gottes Wort irrt sich nie. Und deswegen hat es auch immer die Wahrheit für dich. Ja, weil sie ist die Autorität über dir, die Gott dir in seiner Weisheit gegeben hat, um dich ans Ziel zu bringen. Und die Bibel genügt darin. Sie reicht voll aus. Und deswegen glaub dem Wort und lebe danach. Auch wenn es nicht immer in die Kultur und eine Umgebung passt, lebt danach. Gott hatte schon immer seine eigene Kultur. Ja, das schreiben wir dann auch im Bekenntnis. Es ist für jede Kultur und jede Zeit ist Gottes Wort gültig. Klar, wir wollen nicht irgendwie wie als Aliens in unserem Land leben, weil wir eben leben wie Leute vor 200 Jahren, die mal irgendeine Tradition begonnen haben, sondern wir wollen ja alles Gottgefällige tun, dass ja, wir Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Aber eben die gottgefälligen Dinge, ja, dass wir da Stolpersteine aus dem Weg räumen, um Leute mit dem Evangelium zu erreichen. Aber trotzdem, wenn du etwas vom Wort Gottes erkannt hast, das wirklich für alle Zeiten gilt und jetzt nicht nur für eine kurze Zeit geltend war, dann lass uns danach leben und lass uns nicht davor zurückschrecken, was andere dazu denken. Denn Gottes Wort ist für jede Zeit, für jedes Volk, jede Kultur und jede Generation das Gleiche. Und es verändert sich nicht. Und wir wollen doch ihm gefallen und nicht den Menschen in erster Linie.
Es gibt also in unserer Zeit eine Tendenz von manchen Christen, aber eben vielen auch Namenschristen, die eben gesellschaftlich relevant sein wollen und deswegen alles Anstößige im Evangelium, was irgendwie anstößig sein könnte für andere, aus dem Weg räumen und dann vor allem sich um Themen drehen, die auch den Rest der Gesellschaft gerade interessiert. Und wenn auch manchmal darin eine gute Motivation stecken kann, ist es doch der falsche Weg. Ja, wir wollen dem Griechen Grieche, dem Deutschen ein Deutscher, wem auch immer sein. Und wir wollen somit ein Stück weit kontextualisieren, wie man es nennt. Aber was relevant ist, das gibt uns nicht die Gesellschaft vor, sondern es gibt uns das Evangelium vor. Denn es kommt von Gott und ist deswegen schon relevant. Ja, denn es kommt von Gott und er hat es gesagt, dass es jedem Menschen weitergesagt werden soll. Und er ist der Herr aller Menschen. Deswegen ist das Evangelium relevant, einfach nur, weil es von Gott kommt. Und deswegen darf man auch nicht die anstößigen Dinge darin verwässern, weil sonst verliert es wirklich die Relevanz. Also die Autorität über uns ist Gottes Wort, die unfehlbare Autorität und nicht die Gesellschaft. Ich fasse zusammen. Lies deine Bibel, verstehe sie gut und beharre dann auch darauf, denn in den allermeisten Fragen hat sie die nötige Klarheit, um verstanden zu werden. Und genau das ist deine Aufgabe. Denn Gottes Wort, es ist Gottes Mittel, um dich in das Bild des Sohnes Gottes zu verwandeln. Deswegen lass dich gern durch Gottes Wort hinterfragen und zweifle nicht daran, sondern stell es als Autorität über dich. Damit ehrst du Gott und genau das ist deine Bestimmung. Im nächsten Video geht es dann um den dreieinigen Gott und Gott den Vater und auch die Ausübung seiner Herrschaft. Wir freuen uns, wenn wir dich auch da wieder begrüßen dürfen und wünschen dir Gottes Gnade dabei.